muss gerade gucken. Ich habe noch ein bisschen Zeche. Noch nicht aufhören. Oh Gott, was ist das Spiel? Das ist eine kleine Katastrophe. Ich will noch nicht aufhören, aber eigentlich habe ich keine Zeit mehr. Ich habe noch 20 Minuten und ich weiß nicht, wie weit ich in 20 Minuten mit Mikro. Es hat hier mal so getropft eben. Nee, hier ist aber nix. Habe ich nicht auch noch eine Diskette mitbekommen? Eine neue? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nein, sie will keine. Ernsthaft. Die kannst du jetzt wieder tragen, ja? So, alles klar. Küche. Ist im Kühlschrank noch alles tutti? Ja, sehr schön. So, Nerven zu beruhigen, mache ich mir jetzt gleich mal die Pizza. Und nehme die Bratpfanne mit. Denn ich müsste irgendwo in meinem Inventar. Das bitte. Macht er den Kühlschrank für gewöhnlich den Okay, ein Schlüssel. So viel zu, ich will da nur noch mal eben gucken. Ich weiß eigentlich nicht mal, ob ich überhaupt die Zeit dazu habe, dass wir jetzt den. Die Pizza ist noch nicht fertig. Hier hinten ist, glaube ich, nur noch ein Raum zu, ne? Oder? Oder ist hier noch mehr zu? Nee. Das ist nur noch der hier hinten, oder? Und die vor der Tür hin. So, mit Schlüssel. Oh Gott, bitte. Batterien nicht. Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Die ich nicht mitnehmen kann, weil kleine Nörgeltasche. Ich habe bereits 5 Kerzen. 5 Kerzen. Warum liegt hier so viel rum? Was ist das? Ich habe sie, weiß ich nicht. Hier liegen noch Batterien rum. Nein, mach den wieder an. Bist du bekloppt? Okay, ich ist Stromkasten. Okay, merkt euch bitte, wo dieser Stromkasten ist. Stromkasten ist in der Garage. Wäsche waschen kann ich aber nicht und ansonsten ist hier auch nicht gerade viel los. Außer, dass sie unsagbar viel rumliegt. Man weiß ja nie, wofür man das nochmal brauchen kann. Warum wundert sie sich eigentlich darüber nicht? Sie hat ein Haus gekauft und kommt nicht in die Garage, also. Die Pizza ist noch nicht fertig. Kann ich damit das Telefon reparieren? So, das Kabel ist wieder dran. Hoffen wir, dass es funktioniert. Kann ich damit jetzt telefonieren? Ich kann telefonieren? Hier ist der Polizeinotruf. Wie kann ich Ihnen helfen? Hilfe! Ja, hallo? Miller. Mein Name ist Victoria Miller. Ich bin in meinem eigenen Haus eingesperrt und hier gehen merkwürdige Dinge vor. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, ich bin hier und ich höre Sie. Bitte, ich brauche Hilfe. Hallo? Hallo? Hören Sie, diese Leitung ist nur für Notfälle gedacht. Das ist ja auch ein Notfall. Bitte, ich brauche Hilfe. Bitte, rufen Sie nicht erneut grundlos hier an.
Mist. Ruhe! Das ist nicht lustig. Mist! Wer hat denn hier die Bücher neu sortiert? Was? Bestimmt für die Spielekonsole da vorne, ne? Okay, ich gehe zu meiner Pizza. Ich glaube, der Herr Kommissar kam übrigens aus Bayern. Kann das sein? Hat das vielleicht einen Dialekt? Wo ich übrigens voll drauf stehe. Ich finde. Der war auch gar nicht dafür. Moment, ich will erst noch mal. Die Pizza ist noch nicht fertig. Aber ich kann aber jetzt nicht drauf. Glücken vor allen Dingen. Okay, ist natürlich die Tür verdammt. Ich kann aber jetzt nicht. Hallo? Das geht nicht? Oh, es juckt mich in die Finger, ne? Ich will. Aber was, wenn meine Pizza dann hin ist? Ja, die Tasse. Eine Whiskey-Tasse. Ich will auch eine. Entschuldigung. Nein, doch. Gibt's die? Ich will eine haben. Dann kann ich mir schön einen Kaffee mitmachen und mich freuen, dass ich diese Spiele gespielt habe. Und mir einbilden, dass da irgendwer auf draußen in der Welt stolz ist auf mich, dass ich sowas spiele. Oh, Komplex. Wird dieser Scheiß. Die Pizza ist noch nicht fertig. Vielleicht braucht die denn? Moment. Ich ignoriere das Ding jetzt da einfach mal gerade, ne? Das ist. Brr. Mir ist mir wurscht. Ich hab hier nämlich. Kann ich jetzt damit spielen? Ich habe jetzt Kinder mal gespielt. Alter. Nein! Oh Gott. Das ist, So habe ich übrigens wirklich jedes Level gewonnen. Einfach so lange auf die Leertaste drücken, bis ich oh Gott. Irgendwas getroffen habe. Meine Pizza. Ich warte darauf, dass meine Pizza fertig ist. Wie viele Level hat das? Mein Sohn wird bestimmt total stolz sein, wenn seine Mutti hier den Rekord bricht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Gargoyles und Pandorf. Alter, was geht hier ab? Vielleicht ist meine Pizza verbrannt. Richtig drum wetten. Warum mache ich das? Warum soll ich nicht aufhören? Soll ich mich hier nicht viel mehr umsehen und den Zettel lesen? Ich will ihn noch nicht lesen. Ich will, dass meine Pizza fertig. Alter, ich. Diesen einen Vogel da oben, ne? Jetzt essen wir überhaupt kein Ende. Wupp, einmal voll durchgeschossen. Yeah.
sollte so viel nicht tun, oder? Komm. Was, nein! Ich sollte nach meiner Pizza gucken. Wenn jetzt... Was ist jetzt schon wieder los? War das Zeichen dafür, dass meine Pizza... Die Pizza ist noch nicht fertig. Zieh mir jetzt diesen Scheißzettel, ne? Den ganzen blöden Abend bin ich durch das Viertel von Union Hills gekurft, nur um festzustellen, dass die Störung von einer Oberleitung ausgeht. Irgendein Komiker hat tatsächlich den Verteilerkasten für die Telefone zerschmettert. Wer klettert den Mast hoch und macht sowas? Den ganzen Abend konnte niemand telefonieren. Den Kasten konnte ich erst am nächsten Morgen bei Tageslicht reparieren. Entweder es war nur ein Fall von simplen Vandalismus, oder jemand wollte gezielt verhindern, dass Telefonate in Onion Hills durchgeführt werden. Okay. Oh. Fische vermute auch keiner mehr telefonieren. Warum? Warum auch? Telefonieren wird komplett überbewertet. Die Pizza ist noch nicht fertig. Will die mich veralbern? Immer noch nicht. Die Pizza ist noch nicht fertig. Dafür bin ich aber fertig. Für heute mit aufnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So Leute, da sind wir wieder bei The Nightfall. Ich habe beschlossen... Okay. Spielladen. So, ich drehe das mal ein bisschen höher. Warum eigentlich immer Clowns? Ich weiß nicht. Es gibt viele Leute, die sagen, Clowns sind furchtbar. Clowns sind unfassbar... Oh, Clowns. Gruselfaktor. Hm. Ich persönlich muss zugeben, dass ich mit Clowns aber eher etwas sehr, sehr... Dramatisches assoziiere. Tatsächlich. Es hat auch... Hallo! Bitte häng dich nicht wieder auf, sein Liebesspiel. Sehr lieb. Ich wollte gerade was erzählen, das kannst du mir jetzt nicht antun. Spiel! Okay. Ah, okay, wir haben's. Genau, meine Pizza wollte ja einfach nicht fertig werden. Alter, warum erschrecke ich mich dauernd vor ihrem scheiß Schatten? Ist ja furchtbar. Die Pizza ist noch nicht fertig. Okay. Ich persönlich assoziiere mit Clowns. Sie bellt laut, wenn ein Gewitter kommt. Aber lass Molly in Ruhe. Ja, ich lass Molly in Ruhe. Eher was Trauriges, weil es war früher mal so, ich bin Die Pizza ist noch nicht fertig. Für eine Pizza. Ich bin früher immer sehr gerne in den Zirkus gegangen. Sehr, sehr gerne. Mit meiner Oma und meiner Mama, so als ich noch Kind war. Und ich fand Clowns immer super. Clowns waren klasse. Bis zu einem bestimmten Moment, wo meine Oma mir damals erzählt hat, dass ein Clown für jeden Menschen, den er zum Lachen bringt, hinterher eine Träne vergießt. Und ab dem Moment müsst ihr euch so ein kleines, sechsjähriges Mädchen vorstellen, das einfach in jeder Zirkusvorstellung verzweifelt die Lippen zusammengepresst hat, weil es immer gesagt hat, nein, wegen dir weint der arme Clown nicht. Was ist das jetzt schon wieder? Tracy? Our Darkness? Was ist das was? Type D negativ. Ich will, dass die Pizza fertig ist. Bitte! Die Pizza ist noch nicht fertig. Alter, wie lange braucht die denn mit dieser scheiß Pizza? Jedenfalls war ich daher immer tatsächlich so ein Mensch, Nein, du bringst keine Clowns zum Weinen. Nein, 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 deswegen. Du warst vorher...
nicht an. Hund, ich will diese Scheißpizza haben. Es tut mir sehr leid, Hund. Das war lecker. Entschuldigung. Jetzt schalte ich dich aber auch lieber wieder ab. Was? Ach, die war doch vorhin noch offen. Wie komme ich denn jetzt raus? Hallo? Kann ich mit irgendwas... Das... Ich muss ja jetzt auch jederzeit wieder mit Jumpscares und so einem Scheiß rechnen, ne? Muss ich doch, oder? Oh, ist das Telefon immer noch kaputt? Mist! Okay, den Zettel hatten wir schon. Muss ich jetzt nach dem Schlüssel suchen, damit ich... Wir kommen so langsam in Gefilde, von denen ich wirklich absolut keine Ahnung mehr habe, was mir passieren wird. Macht das gerade nicht einfacher. Ach, Hund! Ich möchte dir wirklich sehr gerne helfen, Hund, aber ich habe keinen Schlüssel. Komm ich nicht mehr raus. Electric. Tracy Fee. Wer ist Tracy? Tri-Age. Das ist mich gerade zu Tode geschreckt, du dusseliges Ding, weißt du das? Der Hund macht mich ein bisschen kirre. Hallo? Puppe? Komisches Vieh-Ding? Alter, liegen Streichel, die ich wieder nicht mitnehmen kann. Hund! Alter, ich warte mal nur drauf, ne? Weil ich jetzt einfach nicht mehr weiß, was ich tun muss und was passieren könnte. Bis hierhin war das... oder bis zu dem davor. Ja, danke schön, liebes Klavier. Bis zu dem Punkt davor war der Streamer nämlich noch gekommen mit viel Ach und Kraut. Da ist auch noch eine. Alter, was ist hier denn? Try Age. 2, 3, 4, 5. Wie viel Try Age gibt es denn hier bitte? Ich kann ja auch. So. Ne? Beethoven, alter Sack. Da schon immer? Höher ist es nicht mehr. Hundi, Molly. Oh Gott, ich liebe Hunde. Ich hab
selber immer Hunde gehabt. Da liegt... Molly! So ein liebes Hundi. Alter, was bist du denn? Du bist... auch neu? Da unten liegen Batterien. Alter, was riecht hier überall? Nano! Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Vielleicht solltest du dich erstmal darauf konzentrieren, diese Nacht zu überleben. Ich bin wirklich schon sehr dankbar dafür, dass es nicht wieder diesen blöden, komischen Angstballen gibt. Weil, wie gesagt, ich habe meine Maus ständig verrissen. Ich glaube, es lässt sich auch einfach nicht vermeiden, sich bei Jumpscares zu erschrecken. Weil entweder sind sie laut oder man erschreckt sich auch einfach so zu Tode. Dafür sind sie ja da. Molly! Molly Maus, ich hab dich lieb, wirklich. Molly, Schätzchen. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel mit mir an war. Hi! Okay, jetzt hab ich gerade echt ein bisschen Gänsehaut. Das war Scheiße. Sowas hat auf mich leider viel mehr Effekte als irgendein Hack-and-Slay-Scheiß ohne Witz. Ich habe bereits 5 Kerzen. Das ist schön. Wenn der Strom hier ausgeht, weiß ich, wo ich Kerzen herkriege. Oh Gott. Das ist, nee, ist kein Reacher-Brett, ne? Die Dinger hasse ich nämlich auch wie die Pest. Was ist da so laut? Molly? Alter. Nee. Wenn die Stromleitung, dann krieg ich's kotzen. Jetzt, du warst vorher auch nicht da. Oh, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich es lieber mal, wenn ich Spiele vorher schon mal geguckt habe, dann kommen gewisse Dinge nicht so unvorbereitet aus dem Nichts. Oh, der hat Molly wehgetan. Jetzt hasse ich dich, du Scheißclown. Ohne Witz, Edward. Jetzt gehst du zu weit. Da steht selber noch, Molly hat nichts getan. Und du Freak. Boah, wie ich dich hasse jetzt, ey. Wo ist der Hund? Ich meine, ich bin nicht sonderlich scharf darauf, hier irgendwo eine Hundeleiche zu finden, ja? Aber... ohne Witz, ey. Und dann knistern hier schon wieder wie Pinewood die scheiß Elektroleitungen. Was doch auf gut Deutsch nichts anderes bedeutet als hier geht gleich die Zeit ohne Licht los und dann wird's scheiße. Oh, Alter. Ja, es gewittert. Oh, Pinewood, ich hasse dich. Wissen wir einfach, und ich hab's ja auch einfach erst vor kurzem gespielt und das... Genau! Das Problem ist aber auch, dass ich solche Horrorhäuser extrem gut finde. Stephen Kings Haus der Verdammnis. Der geilste Film, den ich je geguckt habe. Ich weiß, für die meisten ist er gar nicht so schlimm. Ich finde ihn gut. Oh Maria. Was ist denn nun mit Molly? Ist Molly jetzt tot? Oh, bitte nicht. Das mag ich bitte auch nicht, ja? Man kann dieses Spiel einfach seine gesamten Bettzimmer bitte lassen? Scheiße. Warum bin ich nochmal? Warum spiele ich das? Ich fäng gerade wieder an. So, das eben war es noch so ein bisschen chillig, ein bisschen entspannt. Jetzt fängt es an, scheiße zu werden. Ja, ich hasse dich auch. Licht. Geh doch einfach aus, komm.
Ich weiß, dass du es tun wirst. Den Zettel hatten wir auch schon. Mann. Er hat den Hund wehgetan. Ich mag ihn jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich lerne tatsächlich zum ersten Mal so langsam die Bedeutung von Horrorclowns kennen. Ich finde Clowns nie wieder traurig. Ich werde demnächst in einen Zirkus gehen und jeden Clown auslachen. So hart. Ohne Witz. Ich werde so viel lachen, dass der sich nachher die Augen ausfüllt. Ja, pieps. Pieps sehe ich genauso. Und du scheiß Puppe hier, ne? Dich hasse ich sowieso wie Pest. Okay, da oben liegen noch Batterien. Hier ist auch nichts mehr. Okay, wir haben 5 Minuten Clown rumlaufen. Der irgendwie aus irgendeinem Grund einfach mal ganz lustig die Fenster aufmacht und Hunde quält. Man quält keine Hunde. Sie bellt laut, wenn ein Gewitter kommt. Aber lass Molly in Ruhe. Bitte damit aufhören, irgendwo Fenster und Türen aufzumachen. Ach, na so, warte. Ist das euer Ernst? So. Fallout. Den Zettel hatten wir ja schon. Okay, es kommt ein Gewitter. Gewitter bedeutet immer Stromausfall. Ich komme ja nicht mehr raus. Boah, jetzt scheint mir von hinten hier gerade so viel Licht rein. Entschuldigung. Muss man eben irgendwie hier. Ich sehe nichts mehr. Kennt ihr das, wenn ihr von hinten so viel Licht auf den Bildschirm kriegt, dass ihr auf dem Bildschirm einfach nichts mehr seht? Das hatte ich gerade. Das war scheiße. Lass den Kack doch. Das mit dem Licht fand ich schon im Pammy-Dörf nicht lustig. Okay, unsere arme Molly ist jetzt leise. Sehr schade finde. Ich hatte irgendwie was Beruhigendes. Was muss ich denn jetzt machen? So, hier lief ein Shuttle lang. Der lief hier an vorbei nach hier. Und dann waren hier diese dusseligen Fenster auf und er stand da. Muss ich nochmal das Fenster aufmachen? Ich kann ja nicht aus dem Fenster springen, offensichtlich. Komisches Ding, was vorher eben nicht da.
Wovor? Vor dir, ne? Ja, wusste ich's doch. Du hast gerade wirklich hochgeguckt. Du warst nicht da. Knochenbrüche, Amputationen, offene Wunden. Ich habe schon viele Verletzungen bei Vierbeinern gesehen. Aber bei Molly, dem Hund der Harsons, so etwas ist mir noch nie untergekommen. Sie wäre an inneren Verletzungen gestorben, wenn ich sie nicht eingeschläfert hätte. Als ich den Hund geöffnet habe, fand ich im Magen etliches Besteck vor. Messer, Gabel, Löffel, sogar einen verdammten Dosenöffner. Wie ist das dort hineingelangt? Der Hund hätte das unmöglich schlucken können. Zuerst kam mir der Gedanke, dass die Harsons den Verlust ihrer Kinder an Molly ausgelassen haben. Aber als ich ihren Mageninhalt mit eigenen Augen gesehen hatte, hier war etwas am Werk, was ich nicht begreife. Ich werde aber etwas anderes in den Befund schreiben. Eine Infektion oder so etwas. Sonst erklärt man mich noch für verrückt. Ja, das ist 23:30. Kann ich hier jetzt aufhören? Von gerade an das Spiel nicht mehr zu mögen. Bis eben fand ich es noch lustig. Jetzt fängt es langsam an, doof zu werden. Oh, wenn ich mir vorstelle, wie viele Stunden ich hier noch durchhalten muss. Warum komme ich hier jetzt nicht durch, wenn ich zu dick bin? Da fand ich meinen virtuellen Charakter bis jetzt recht schlank. Hey.